herzlich willkommen. Schön, dass du reingeschallt hast, dass du wieder reinhörst bei der Mittwochsmotivation. Ich habe den heutigen Abend noch hier genutzt, um noch eine kleine Radtour durch den Wald zu machen, um noch ein bisschen Kraft auch zu tanken. Und letzte Woche habe ich ja auch darüber gesprochen, über die Menschen, die sich so ein bisschen aufregen über die Situationen, wo es vielleicht nicht angebracht ist. Mit Sicherheit gibt es auch Menschen, die momentan betroffen sind durch das, was kommt. Interessant ist halt auch, dass wenn du mal rausgehst und Stellung beziehst, auch gleich die Rückmeldung mit einem Daumen nach oben, beziehungsweise eher mit einem Daumen nach unten bekommst. Also erstmal vielen Dank für die Däumchen, die nach oben gehen. Und dann ist natürlich halt auch mal so die Sache, wenn man mal Stellung bezieht, dass so die Daumen nach unten dann auch irgendwann dazukommen. Aber das macht gar nichts, weil auch das ist eine Interaktion, die stattfindet. Auch da darf man dankbar für sein. Und ich weiß gar nicht, ob es Winston Churchill, ob es Oscar Wilde oder ob es Rambo war, der irgendwann mal gesagt hat, wenn zwei die gleiche Meinung haben, ist einer überflüssig. Lernen kann man immer nur natürlich von denen, die ein wenig andersartig sind. Allerdings kann man nichts von denen lernen, die nur den Daumen nach unten machen und kein konstruktives Feedback irgendwie dalassen, von dem man auch dann irgendwie auch was lernen und profitieren kann, jeder. Und von daher nehmen wir das einfach so hin, dass es so ist. Ich bin dankbar für alle, die reinschauen, die zuschauen, die sich so einen Impuls dann halt auch mitnehmen. Und seid immer bereit für konstruktives Feedback. Versucht mit anderen gemeinsam irgendwie einen Weg oder eine Lösung oder halt auch ein Ziel zu finden. Und dann kann man halt auch gemeinsam weiter vorankommen. Gerade in den Zeiten, wie sie momentan sind. Und wenn ich mal hier so rausgehe und rausgucke, finde ich die Zeiten gar nicht so dramatisch. Also wir machen das Beste draus, fokussieren uns und dann geht's weiter. Ich packe jetzt mein Rädchen ein und fahre auch wieder nach Hause. Bis dahin, schöne Woche, schöne Zeit. Vielen Dank fürs Reinhören, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und bis demnächst. Tschüss.